Sie legen mitten in der Wirtschaftskrise ein Gesetz vor, mit dem Unmengen Geld für Leute ausgegeben wird, die nicht in der Lage oder nicht willens sind, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Ihr Gesetz ist ein gigantisches Beschäftigungsprogramm für Sozialpädagogen. Wenn das, wie Sie behaupten, die Arbeit von morgen sein soll, dann gute Nacht, Deutschland. Sie schreiben, junge Menschen sind förderungsberechtigt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb von Deutschland haben. Dies umfasst sozialpädagogische Betreuung, Maßnahmen zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses, Angebote zum Abbau von Bildungs- und Sprachdefiziten. Auf gut Deutsch, für Ausländer, die eine miserable Bildung und kaum Deutschkenntnisse haben, im Leben nicht zurechtkommen und mit der Arbeitsmentalität in Deutschland ein Problem haben, wollen Sie eine Menge Steuergeld ausgeben. Abgeordneter, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der SPD-Fraktion? Ja. Mich zu der Frage entschlossen, weil ich anders als Sie aus dem Berufsschulwesen komme. Ich bin Oberstudienrat einer berufsbildenden Schule und habe 30 Jahre junge Menschen ausgebildet. Haben Sie nur annähernd eine Vorstellung, wie viele junge Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland in den letzten 30 Jahren dieses System am Leben gehalten haben? Wie können Sie eigentlich mit einer derartigen Infamität über diese jungen Menschen bar jeder Kenntnis sprechen? Wie können Sie hier Äpfel mit Birnen vergleichen? Im Gesetz steht, und ich zitiere extra noch mal für Sie, junge Menschen sind förderungsberechtigt, die ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb von Deutschland haben. Es geht hier nicht um die Migranten, die seit 30 Jahren hier leben, die gut integriert sind, die Teil dieser Leistungsgesellschaft sind, sondern es geht darum, dass wir als Staat und dass die Regierung hier ständig Geld ausgibt für Leute aus dem Ausland und das mit dem Geld, mit dem hart verdienten Geld der deutschen Steuerzahler, die überhaupt nicht wissen, woher sie noch irgendwelche Rücklagen bilden sollen. Und das ist der Skandal an der Stelle. Und das ist das, was auch in diesem Gesetz wieder eine völlig falsche Lenkungswirkung ist.